Ein ganz herzliches Willkommen auf meinem kleinen, aber feinen Kanal, sage ich immer, auf Motorolli TV. Ihr habt schon gesehen, auf Myso Sportwagen war ich mit dem MTM R8 unterwegs und wie könnte es anders sein? Der steht hier, den wollte ich euch natürlich auch nochmal zeigen und ein kleines Fahrvideo sozusagen habe ich gemacht, beziehungsweise haben wir gemacht. Und ja, jetzt lasst euch mal diesen MTM R8 auf der Zunge zergehen. Den habe ich in dem Video nur ganz kurz angerissen. Übrigens, das Video ist wieder powered by Motul. Wir schauen jetzt mal rein. Er meckert ein bisschen. Schaut euch mal diese geilen Recaro Schalensitze an. Ist das nicht nice? Weil wir gehen erstmal drum rum, oder? Was haben wir hier? BBS-Felgen. Michelin Pilot Sport Cup 2. Das bekannte GT-Paket bzw. Carbon. Ja, ihr habt es ja schon beim Walkaround gesehen. Er klingt sehr geil. Die Frittentheke, die stört eigentlich beim Topspeed-Fahren. Ein bisschen ist mehr für den Track gedacht, aber schauen wir mal, was der Topspeed bringt. Ja, jetzt schauen wir mal kurz rein hier. Wie gesagt, das Prägnanteste sind eigentlich die geilen Schalensitze. Blaue Flecken garantiert. Ich falle mich mal rein. Oh, nichts für große Leute. Hier, könnt ihr mal gucken. Das habe ich auch zum Download verlinkt. Nur auf 103 Sekunden, nur 200, 8,2, Topspeed, 3,30. 20 Zoll Felgen, Michelin Cup 2 sind es. Hier unten sieht man auch hier das Kompressor-Kit auf 822 PS, 49.900 Euro. Ja, könnt ihr euch mal anschauen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich quatsche auch nicht allzu viel und ja. So schaut der R8 aus im Innenraum. Sehr geil, oder? In diesem Sinne, bleibt sauber, haut rein. Vielleicht darf es der MTM R8 für euch sein. Ja, liebe Leute, und eine kleine Neuigkeit noch bei mir im Team ist ganz neu. Die Racebox Pro. Soll keine Werbung sein, habe ich bezahlt, aber dennoch, ich wollte sie im Kontext von diesem Video mal testen. Also ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich habe es mir jetzt mal reingeklemmt. Wirkt ganz cool, weil die Ablesbarkeit ist einfach besser. Ich werde mal eine Kamera hinmachen und eben mal eine Beschleunigung fahren. 0-100 und 100-200. Jetzt ohne Anspruch auf beste Zeit. Also ich werde jetzt seinen Reifendruck nicht absenken und irgendwie, keine Ahnung, da einen Affen machen, sondern ich werde einfach mal diese Racebox Pro testen. Ja, auf jeden Fall viel Spaß und kommentiert mal. Kommentiert mal zur Messung und vielleicht erklärt ihr mir mal die Racebox Pro. Woof, woof, woof.